Wie groß ist das überhaupt? Oh Gott. Oh Gott. Leute, wir sind noch auf der allerersten Ebene. Wir sind da, wo der Punkt blinkt. Ich gehe mal mit der Maus drauf. Wir sind hier. Und wir haben gerade mal ein Drittel des Levels hinter uns. Beziehungsweise des Teils dieses Labyrinths. Und oh Gott. Wie sollen wir das schaffen? Das ist der Horror. Ich will einen Lebenskanister haben. Ich will meine Lebensenergie aufgefüllt haben. Ihr könnt mir von mir aus auch sämtliche Waffen in Erfahrung nehmen, aber gebt mir Leben! Lasst mich nicht sterben! Ich will nicht noch schon wieder von ganz vorne anfangen und mich hier langsam von Curly durchballern lassen. Das ist doch langweilig. Ich benutze einfach das Schwert, das geht schneller. So. Dadadum, 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 springen wieder. Wie immer. Und Raketen. Na gut. Gib mir Raketen, kann ich auch gebrauchen. So, da kann ich glaube ich nicht runter, ja. Komm, geh aus dem Luftstrom raus. Und hier kann ich durchfallen. Ich weiß nicht, was mich da unten erwartet. Ich mach mal ein Schutzschild, wenn ich den Level 3 hätte. Na toll. Okay, da hat mich anscheinend nichts erwischt. Da sind nur jede Menge Eier. Vielleicht geben die mehr Leben. Das wäre irgendwie jetzt klasse. Scheint nicht. Ah, dann gib mir wenigstens... Ey, ich habe mich mit Curly verwechselt. Und wie man sehen konnte, wenn sie ins Wasser geht, hat sie auch ihren Schutzschild. Und dieser Schutzschild sorgt dafür, dass sie unter Wasser atmen kann. Nicht so wie wir. Wir nehmen ja hier, haben ja hier so eine Luftanzeige. Sondern sie kann wirklich schön unter Wasser sich so lange wie möglich aufhalten oder wie sie will. Und vielleicht sorgt dieser Schutzschild ja auch dafür, dass sie keinen Schaden nimmt. Was ist das? Oh mein Gott. Curly, Curly, zerstöre es. Nicht Kirby. Ja. Curly. Curly, Curly, mach das. Kaputt? Nein, es ist noch nicht kaputt. Du musst noch mehr Arbeit machen. Ja, ja, schieß, schieß, schieß. Also das ist auch, wie gesagt, was sie da gerade ausgerüstet hat, ist die stärkste Stufe des Raketenwerfers. Und wenn sie nach unten schießen würde, dann würde sie auch durch den Rückstoß fliegen können. Ja, es ist besiegt. Es ist ein Herz, aber ich komme nicht an das Herz dran. Es ist so blöd. Leute, ich brauche Lebensenergie. Guckt euch das an, ich habe nur viel Leben. Ich kann hier quasi alles mit einem Schlag töten. Das ist nicht schön. Das ist überhaupt nicht schön. Oder ein Speicherpunkt. Ein Speicherpunkt wäre jetzt auch nicht schlecht. Dann würde ich wenigstens in der Mitte des Labyrinths anfangen, wenn ich sterbe. Man könnte jetzt auch mal einen Stift machen, weil ich habe ihn jetzt schon wieder über 30 Minuten. Ein Herz! Ja! Jetzt haben wir 6. Immerhin. Besser als 4. Jetzt können wir vielleicht 2 Schläge aushalten. Je nachdem, was denn kommt. Oh Gott, da unten sind noch jede Menge von den Viechern. Ich lasse das einfach mal klar. Ach, das ist noch so ein Vieh, das die ausspuckt. Das Herz haben. Noch ein Herz. Ja, okay. Es läuft langsam wieder gut. Wir haben 10 Herzen. Babam. Dich mache ich mit dem Feuerball fertig. Oder euch. Denn ihr seid unten auf dem Boden. Das trifft sich gut. Ja, du. Ich brauche ein Schutzschild. Das könnte nützlich sein. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Du. Lass mich nicht. Aber vielleicht kann ich mich da aufladen. Das wäre auch irgendwo... Ich habe ein Schutzschild. Ja. Okay, dann kann ich wenigstens nicht getroffen werden, solange ich das noch habe. Und versuchen, ich will da oben dran. Okay, Herz. Ich will an die ganzen vielen da oben ran, aber ich komme da vielleicht nicht dran, wahrscheinlich. Nein, ich komme nicht dran, schade. Okay, was erwartet mich jetzt hier? Außer noch mehr Wasser. Und Stacheln. Nein, 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 das sehe ich nicht gerne. Das sehe ich überhaupt nicht gerne. Unter Wasser solche Viecher. Okay, ich muss jetzt... Sterb doch. So, ich brauche Luft, ich brauche Luft. Gut. Eine sehr blöde Situation gerade mit meiner Lebensenergie. Ich traue mich nicht wirklich, irgendwas zu machen. So, ich kann der Feuerball erledigen, das ist gut. Die Erfahrung ist mir jetzt egal. Kann ich dich treffen damit? Nein, kann ich nicht. Und ich muss wieder ganz zurück. Nein. Lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Triff mich nicht. Ich kann nämlich im Wasser nicht so hoch springen, wie man sehen kann. Ich komme da nicht raus. Und deswegen muss ich wieder hier zurück. Das ist, als ob ich runterfallen würde und dann wieder den ganzen Weg zurückklettern müsste. So. Moment, ich habe Level 3 hier. Okay. Damit kann ich dich treffen. Wunderbar. Moment, da sind Stacheln. Ich weiß nicht genau, wie ich springen muss. Hätte ich mir doch besser den Booster geholt und euch nur das gute Ende gezeigt. Aber nein, ich habe natürlich hohe Ansprüche. Ich muss das beste Ende zeigen. Ja, natürlich. So,
Das war ein Griff ins Klo oder ins Wasser, je nachdem. Und die Luft geht uns schon wieder aus. Naja, wobei die Luftanzeige braucht ja relativ lange, um runterzugehen. Das heißt, ertrinken können wir hier wahrscheinlich nicht. Zumindest nicht in dem Bereich. So, hüpf. Ich versuch's nochmal hier. Hüpf und nein, ich muss von da oben springen. Aber ich habe echt Schiss, dass ich da in die Stacheln springe. Nein, nein, nein. Ich trinke nochmal einen Schluck. So, denn das Trinken ist deutlich angenehmer als das Husten. Und wenn ich spüre, ja, du musst gleich wieder husten, dann trinke ich doch lieber mal einen Schluck. So, ich muss es riskieren. Nee, 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 nicht treffen lassen. Ja, wow, okay, das ging besser als geplant. So. Die Viecher schon wieder. Ja, Curly, geh vor. Mach das ruhig, das sehe ich gerne. Du bist eine emanzipierte Frau. Wir nutzen dich auch überhaupt nicht aus hier. Nein! Was würden wir nie tun? Niemals. Würdest du den auch mal noch fertig machen? Das wäre irgendwie cool von dir. Würde mich freuen. Ja, egal. Okay, ich habe keine Reichweite. Meine Reichweite ist nicht hoch genug. Dann. Die Raketen sind nicht zielgenau genug. Aber doch, eine Rakete hat getroffen. Wunderbar. Herzen! Gib mir die Herzen. Gib mir die verdammten Herzen. Ja, 22. Und Moment, Terminal? Was hast du denn Schönes? Du siehst einen Knopf. Na, drück mir doch mal drauf. Oh. Tschüss, Girlie. So. Ich habe Angst, dass da Stacheln kommen. Ein Teleporter. Und wie ich mir denken kann... Oh, er funktioniert? Moment. Das war jetzt überraschend. Und... Ah, wir sind zurück im Labyrinth-Shop. Cool. Hallo, was hast du zu sagen? Mit dir haben wir noch nicht geredet. Der Teleporter scheint jetzt zu funktionieren. Ach so. Natürlich führt er nur irgendwo anders hin ins Labyrinth. Nicht wahr? Ja. Okay, ich glaube, an den Teleporter war ich vorher schon mal von dieser Seite, allerdings, also in einem anderen Spiel, nicht jetzt hier, das hättet ihr gesehen. Und dann funktioniert er noch nicht. Er funktioniert erst, wenn wir ihn hier aktivieren. Das ist natürlich praktisch, wenn wir dann irgendwie hier Backtracking machen müssen, um noch ein paar Items zu sammeln, die wir vielleicht haben wollen. Hier muss ich aufpassen. Was bist du? Was bist du? Du siehst aus wie eine fliegende Eiskugel mit kleineren Eiskugeln rumherum. Aber du scheinst nicht viel zu machen. Aber du... Ey, du weißt meinen Raketen aus. Was soll das? Hör auf, meinen Raketen auszu... Oh, wow. Okay, das war jetzt nicht so... Noch eins. Noch zwei. Aber meine Lebensenergie nimmt langsam wieder Fahrt auf. Das heißt, ich versuche mal auf das Ding zu springen. Aber ich schaff's nicht. Egal, dann lasse ich King den Rest erledigen. Denn King ist einfach geil. So, da auch. So, da-dum, da-dum, da-dum. Nein, ihr dürft mich nicht treffen. Das verniete ich euch. Hat euch das eure große Eiskugelmutter nicht beigebracht? Dass man das nicht macht? Andere Leute hier irgendwie zu rammen oder so? Aber hier kann man auch sehen, wie toll King ist. Er trifft einmal eine Kugel und macht dann jede Menge andere Treffer drumherum. Und es ist einfach toll. Für Gegner, die so eng beieinander sind, grandios. Und wir haben es geschafft. Wow. Oder? Moment. Ja, genau. Wir haben es echt geschafft, das Level durchzumachen, ohne zu sterben. Und sind wir immer noch im Labyrinth? Wir können hier nicht durch. Wir müssen weiter nach vorne gehen. Und das sieht überhaupt nicht gut aus. Aber ein Speicherpunkt. Ich speichere und jetzt mache ich einen Schnitt. Und ja, ich denke, ich spiele gleich weiter. Also, bis gleich. Danke fürs Zusehen.